Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bull-Bischoff, Sie haben so schön gesagt, ja, das war nicht alles schlecht, was damals Rot-Grün gemacht hat mit dem Ganztagsschulprogramm. Ich sage Ihnen ganz direkt, Sie haben eine tolle Rede gehalten, das kann man auch so sagen, weil Sie hier in die Debatte eingeführt haben, etwas, was viele, viele Menschen in Deutschland bewegt. Nicht nur die Bundeskanzlerin, die 2008 einen hohen Ton angeschlagen hat, als sie den nationalen Bildungsgipfel ausgerufen hat. Und in dem nationalen Bildungsgipfel ja geradezu eingefordert hat, dass alle politischen Ebenen für die Bildungsrepublik zusammenwirken müssten, damit wir zum Besten es für Kinder, Jugendliche, Eltern und diejenigen, die die Bildung organisieren, mit ganzem Herzblut mit einrichten. Und das kann man auch konkreter machen. Man kann es konkret machen, wenn wir uns jetzt fragen, wie schaffen wir denn die Jahrzehntsaufgabe gute Ganztagsschule in Deutschland zwischen allen Beteiligten? Und dann reden wir nicht um 100 Millionen, dann reden wir um 5 bis 6 Milliarden. Wie schaffen wir es dann, die digitale Modernisierung in den Schulen zu ermöglichen? Und da ist ja die Frau Wanka schon mit 5 Milliarden als Versprechen in Vorlage gegangen, aber hat bisher ja nichts geliefert. Vielleicht hat sie ja auch nichts geliefert, weil Innenpolitiker der CDU sagen, der 91c gibt gar keine Grundlage dafür, dieses in eine schulische Verbesserung mit hineinzugeben. Und was ist dann, wenn Sie von der CDU/CSU sagen, ja, wir wollen in Deutschland die berufliche Bildung ertüchtigen, weil das so notwendig ist. Und dafür wollen wir die beruflichen Schulen fördern. Die beruflichen Schulen fördern. Und gleichzeitig sagen Sie, wir haben keine Kompetenz in beruflichen Schulen. Das ist Landesgesetzlichkeit. Kollege, wenn Sie sich mal ein bisschen auf die Fakten einlassen. Wir haben die Kompetenz in Bezug auf die betriebliche Ausbildung über das Berufsbildungsgesetz, aber nicht über die beruflichen Schulen. Und wir finden das ja gut, wenn Sie auch begriffen haben, dass man dort etwas zusammen schaffen muss. Aber dann sind doch die Inhalte voran und nicht der Gesetzesparagraf. Und deshalb waren wir so froh und haben gedacht, ja, alle nähern sich dem, was die Menschen bewegt. Gute Schule in gleichen Chancen für alle und mit Langfristigkeit und mit Fairness in der Finanzierung. Und das bei einer erwarteten 1 Million zusätzlichen Schülerinnen und Schülern. Und dass dort Fairness in der Finanzierung herzustellen ist, das darf man ja vielleicht noch so in Erinnerung bringen, dass aktuell die Länder über 80% in dem investieren und bezahlen, was an Schulen geleistet wird. Und die Kommunen kommen dann schon als Nächste und dann kommt der Bund. Und der Bund kommt ja nicht nur im Ausgleich, nicht nur in der Unterstützung bei den großen Projekten, er kommt ja auch manchmal stimulierend. Das, was Sie zum Beispiel, was wir zum Beispiel angestoßen haben mit dem Bund-Länder-Programm für die Förderung der Hochbegabten, ist ja nicht verkehrt gewesen. Aber es ist eigentlich in einem offenen Raum gewesen. Und das, was wir jetzt mit Ihrem Anstoß, mit unserem gemeinsamen Werben zusammen schaffen mussten, ist, dass der Impuls aus dem Bundesrat, der Impuls von immer mehr Ländern, die es auch kooperativ einbringen wollen, mit aufgenommen wird. Und dafür werben wir. Wir werben so dafür, wie wir nach dem 2006er die Hochschulpakte ermöglicht haben, in 2008 in der Katastrophensituation von Lehman Brothers Konjunkturprogramme für Schule freigemacht haben, 2014 erstmals in der Geschichte des Grundgesetzes die Lehre als förderfähig durch den Bund in die Verfassung geschrieben haben und 2017 die finanzschwachen Kommunen als förderfähig für uns erkannt haben. Und wir sagen, in dieser langen Geschichte braucht es jetzt mal einen Befreiungsschlag. Es braucht den Befreiungsschlag, dass da, wo es um große Aufgaben geht, es auch große Kooperation geben muss, um nicht zu sagen große Koalition, große Kooperation geben muss. Und unsere Schlussbitte ist, lassen Sie Vernunft wachsen. Dankeschön. Dr. Götz Brömming aus der AfD-Fraktion hat das Wort zu seiner ersten Rede.